Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde Portal 2, zu einem achten Kapitel hier. Die Unruhe nennt sich das, ein Test nach dem anderen. Ja, ich habe komische Spiralen auf uns gejagt bekommen. Das heißt auf uns gejagt, sonst ist es komisch, sagen, es ist ähnlich zu drücken. Hey! Ich komme, noch nicht anfangen! Doch. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt, völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Nö. Aua. Ich gehe mal hin. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Ich würde erstmal gerne wissen wollen, was das hier wird, wenn es fertig ist. So. Ich muss erstmal da rüberkommen. Erstmal irgendwie da rüberkommen. Das heißt, wir werden das so machen. Und so machen. Dass wir erstmal hier rüberkommen. So. Lalalalala. So, das ist das. Die Farbe. Also. Stimmt das? Ja, das stimmt. Gut. Ich wollte nur gucken, was das ist. Dobi. So. Was passiert hier? Achso, es hat gespeichert, wo ich hier war. Ach so, ich dachte, wir wären da drüben. Da oben müssen wir. Da oben? Wie soll man denn das machen? Hä? Oh, hier, Mini. Erstmal das Ding fahren, schätze ich mal. Ach so, ups. So. Lalalala. Gerade so noch. Gerade so noch. So, haben wir das viel mal sicher. So. Jetzt irgendwie gucken. Schnauze. Was passiert richtig? Okay. Tut mir leid. So. Aber was soll das dann sein? Das ist die Frage. Vielleicht. Aber zurückkommen tun wir ja auch nicht. Dass man sagt, ich schieße das. Dahin, das Ding. Ich schieße mal die Viecher hin. Wenn die drüben sind, alles gut.
So, jetzt. Ehrlich gesagt dahin, aber dann müssten wir es ja genau umkehren. Das kommt ja von hier. Und da wir hier nichts haben. Die Spinne verwirrt. Die Spinne echt verwirrt. Das Ding muss auf jeden Fall da bleiben, das Blaue. Sonst hätte ich gesagt, wenn man doch ein Ding hätte, okay, schießen wir es darüber. Nächste Frage ist wieder, wie kommen wir dann da drüben hin? Das von da oben wird dann irgendwas sein, hoffe ich. Hoffe ich. Sorry, Kleiner. Das war noch nicht so ganz richtig. Gleich wieder mit Geschwindigkeit arbeiten. Was gar nicht so meins ist. Damit hat es auf jeden Fall irgendwas zu tun. Dessen bin ich mir sicher. Ich sage, das bringt nichts. Das bringt nichts, weil es auch selber rauskommt. Wenn, dann müsste man diesen Strahl mehr oder weniger umkehren. Aber da habe ich noch gesehen, was das tut. Nein. Ich wüsste auch jetzt echt nicht, wie wir wieder rüberkommen. Auf Anhieb. Weil hier ist nichts weiter. Das ist das Problem. Wie kommen wir doch? Das ist ja einseitig, das Ding. Sprich, wir werden immer wieder in eine Richtung getrimmt. Ups, was falscher. Lalalala. Lalalala. War ich nicht. Das war wieder zu früh. Was mache ich denn jetzt nur hier, Junge? So. Gibt es doch irgendeine Methode dagegen anzuwenden? Das ist jetzt eine Frage. Wenn ja, wäre das ziemlich cool. Kommen wir dagegen irgendwie an, gegen den Strudel? Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste auf Anhieb echt nicht, wie ich hier gegen ankomme. Nee. Keine Chance. Keine Chance. Dagegen kommt man nicht rein. Das ist mir schon klar, Junge. Das ist mir schon klar. Kein so lange Ding runterfallen lassen, bis er da ein Bock wurde. Wahrscheinlich nicht. Lass mich nicht so blöde an. So. Wieso springst du da runter? Bleibst du hier? So. Ja.
Ja, selber schuld, wenn du runterspringen willst. Junge. Junge, ich habe echt gerade keinen Plan, wie ich da wieder rüberkomme mit dem Ding. Hier können wir nichts dran machen, dass wir sagen können, dass die dran schießen, dass wir sagen können, dass was? Der Strahl transportiert mich so wieder zurück. Das Problem, wie jetzt zu diesen komischen Straßen ist halt, das Ding ist einseitig. Und das ist ziemlich nervig. Bleib ja hier, sonst bin ich sauer. Es gibt Hauer, versprochen. So. Irgendjemand von euch eine Idee, wie ich da hinkomme? Nee, gell? Das Ding ist einseitig. Das heißt, das bringt uns auch nicht mehr. Das haben wir ja schon gesehen. Bleib hier an der Ecke. Ich bin immer der Meinung, es hat bestimmt irgendwas mit diesen Springlingen zu tun. Ich bin noch der Meinung, aber ich weiß nicht genau was. Ich weiß noch nicht genau was. Ich würde auch ganz genau. Wenn ich jetzt sage, das Orange tue ich jetzt auf die andere Seite, dann strahlt es in die Richtung. Das heißt, wir probieren es jetzt einfach mal. Und sagen jetzt ganz schnell, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nein! Ich bin auf jeden Fall wieder drüben. Ah. Okay, ist hier drüben was? Ja, gut. Mist. Müssen wir wieder drüber. Aber wir haben eine kleine Idee, Leute. Wir haben eine Idee. Also ich habe zumindest jetzt eine Idee. Ich hätte nur das Ding jetzt mitnehmen müssen. Das wäre echt praktisch gewesen. Lalalala. So, Romeo. Komm her, du Sau. So, ich hoffe, das klappt, was ich denke. Geronimo.
habe ich so echt nicht gesehen. Tut mir echt leid, Leute. So, jetzt muss ich erstmal da hochkommen. Du springst nicht darunter, du hast so einen kleinen Vogel. So. Halt. Das bringt jetzt aber auch nichts. Warte mal. Kann ich das Vieh auch gleich hier rein tun? Ach, doch nicht so. Jetzt geht's wieder los. Es muss auf jeden Fall was sein, wo ich... Genau, bleib stehen. Wo ich auch dran komme. Sprich, ich muss es hier auch irgendwie... Ja, da reinkriegen, aber dazu muss ich ja auch was. Das bringt mir jetzt nichts, wenn ich sage, hier, ich schieße jetzt dahin, weil da hoch kriege ich das Vieh ja nicht. Und ich selber komme nicht hier hoch. Deswegen würde ich selbst erstmal ganz gerne hochkommen. Das Vieh haben wir schon mal hier, das ist schon mal viel wert. Mal gucken, wie wir selbst da rein. Das bringt mir gar nichts, okay. Achso, wir können ja auch ganz einfach. Ah, hier ist Schwarz, die hier. Blöd. Müssen wir uns auch beeilen. Ich gehe mal mit hoch. Vielleicht kann ich dann besser kontrollieren, sage ich mal. Aber ich komme hier schon mal raus. Bin hier schon mal. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich dich, doofes Vieh, da hinkriege. Heißt, wir sind gar nicht so verkehrt. Wenn ich jetzt hier so schießen würde, würde ich mich das noch näher daran bringen. Das bringt mir aber nichts. Mist! Ja, aber so ungefähr zumindest. Jawoll! Jetzt hier so loslassen würde. Und jetzt hier so. Ah, das könnte sogar funktionieren, Leute. Sagt nicht, ich bin zu hoch.
Ich bin's auch! Ich trottel. Ich muss dahin. Oh, nun geht's los. Wie? Oh, wie enttäuschend. Oh, Leute, wir haben jetzt echt die ganze Folge gebraucht. Sorry Leute, wir haben jetzt echt die ganze Folge dazu gebraucht, dieses Rätsel zu lösen. Aber ihr habt selber gesehen, also ich fand es extrem knifflig jetzt. Ne? Im Nachhinein gesehen ist es einfach. Wenn man es im Nachhinein sieht, ist es recht einfach. Aber da von hinten zu steigen, grausam. Aber wie ihr kennt, die Geschichte, wir speichern hier ab und wir freuen uns dann auf die nächste Folge, Porto 2. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.